Also wir sind gerade jetzt in Düren im Betrieb von Voigt in der Beschleunigungstechnik. Und es findet gerade ein Warnstreik statt. Hier ist es ja so, wir sind ja ein systemrelevanter Betrieb, der ja auch in der ersten, sogenannten ersten Welle Corona eigentlich durchgearbeitet hat, teilweise mit Mehrarbeit. In der Zwischenzeit ist es halt so, dass unsere Kunden auch Probleme bekommen haben, weil wir Kunden haben, hängen am Hotel- und Gaststättengewerbe und an Flughäfen. Dementsprechend gibt es auch Kurzarbeit bei uns hier, was auch zu Einkommensverlusten führt. Und ich denke, die Forderungen grundsätzlich sind nicht überhöht. Ja, das wollen wir, ne? Ganz klar. Beschäftigungssicherung macht ja immer. Also bei uns wird jetzt bis zum 30.09. Ruhe sein, weil wir in der Kurzarbeitsphase sind, wo also betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. Nur halt, man muss halt einen Plan B für ab dem 1.10. haben. Die Altersteilzeit spielt ebenfalls eine Rolle. Das geht halt in der ältere Belegschaft. Die Textilindustrie ist viel mit körperlicher Arbeit immer noch. Ich muss sagen, teilweise arbeiten wie im 19. Jahrhundert, weil es einfach keine maschinellen Lösungen gibt. Dadurch werden Mitarbeiter verschlissen, aber es gibt dann schon Kollegen mit 60, die dann wirklich aufhören wollen. Arbeitgeber müssen ein tragfähiges Einkommensangebot, mit dem die Beschäftigten leben können, mit dem die Beschäftigten auch die Inflationsrate überleben können. Das ist halt wichtig.